So, hallo, ich habe die Lizenz bekommen, selber zu starten. Mein Name ist Andreas Krupp, wie man ja auch entsprechend hier oben schon sieht. Und ich würde vielleicht dieses Thema E-Mail-Verschlüsselung für Anfänger, also quasi von den absoluten Basics, entsprechend zeigen. Und vor allem eben mit dem Anspruch zu zeigen, dass das heutzutage, das war früher ja schon, ich will nicht sagen Black Magic, aber es hatte durchaus einen gewissen Aufwand, das hinzubekommen, weil verschiedene Sachen zusammenspielen. Und ich möchte quasi zeigen, dass man es eigentlich ausgehend, wenn das E-Mail-Programm installiert ist, am Beispiel von Thunderbird, in 5 Minuten so weit ist, dass man verschlüsselt mailen kann. Und zwar so, dass man das wirklich mit einer Klickanleitung jeder und jedem zeigen kann. Und dass das tatsächlich funktioniert. Der Vortrag ist ein kleines bisschen länger, weil wir uns danach noch ein bisschen um Schlüsselmanagement kümmern. Ich natürlich auch, ich bin in meinem Hauptberuf mal Lehrer gewesen. Derzeit bin ich am Zentrum für Schulqualität und Lehrerbildung. Ich habe natürlich jetzt auch noch den inneren Drive, euch ein bisschen was über Verschlüsselung selber dann zu erzählen, sodass man ein ganz kleines bisschen was über die Hintergründe weiß. Aber im Endeffekt, ich habe diese Anleitungen, um die es da geht. Ich werde die auch selber hier mit Video vorführen, damit ich mich selber beim Klicken nicht verhaspele. Diese Videos stehen im Netz. Ihr könnt die quasi auch danach in aller Ruhe anschauen. Die sind dort ebenfalls vertont, sodass man die tatsächlich auch weiterreichen kann, denke ich. Das hat sich jetzt auch im Nachgang gezeigt. Ich habe den Vortrag schon mal gehalten, sodass tatsächlich man sagen kann, wir würden gerne in unserer Peer Group oder in unserer Schule oder sonst irgendwo, wir würden gerne verschlüsselt mailen können, und das versuchen wir jetzt mal. Jo, mit dem Anspruch starte ich mal durch und hoffe, das gelingt und hoffe, dass ich damit wieder ein paar Leute gewinne, die quasi, ich habe es beim Vorgängervortrag so gesagt, als GNU-PG, als OpenPGP Ambassadors und E-Mail-Verschlüsselung Ambassadors in die Welt ziehen und ebenfalls versuchen, andere Leute zu sagen, das wäre doch mal keine schlechte Idee, lass uns das doch mal vielleicht versuchen. Die grundsätzliche Frage ist ja, warum wollen wir überhaupt E-Mail verschlüsseln? Also was soll das überhaupt? Ist das nicht ein kleines bisschen paranoid? Und dafür habe ich mal so versucht, ein paar Argumente, mir fallen da noch ein paar mehr ein, aber so ein paar Argumente hier in dieser Mindmap entsprechend zu visualisieren. Und es startet damit, selbst wenn ich überhaupt nicht groß paranoid bin im Hinblick auf irgendwelche Geheimdienste, ihr seht, die kommen jetzt ganz weit unten, wenn ich überhaupt nicht paranoid bin, ist es einfach ein Fakt, und das muss man sich klar machen, dass ein E-Mail-Anbieter, das ist ja quasi sowas wie ein Postamt, bei dem die Post, Mail, Postfach lagernd ist, dass ein E-Mail-Anbieter vollautomatisch Mails mitlesen kann. Er kann sie entweder einzeln natürlich anschauen, das sind schlicht und ergreifend Dateien auf der Festplatte, er kann sie aber auch automatisiert scannen. Das geben manche, was heißt geben, gerade Freemail-Provider sagen das ganz explizit, dass sie das machen, um eine personalisierte Werbung ausspielen zu können, weil sie dafür ja kostenlos die E-Mail anbieten. Ja. Ich kann damit aber auch Profilbildung machen hintenrum. Ich kann das Profil tatsächlich an Data Brokers weiterverkaufen. Das wäre so ein ganz eigener Vortrag, wie dieses Data Broker-Geschäft quasi in Real-Time-Bidding, wenn ich auf irgendeine Website gehe und die wissen, wer ich bin, dass mein Profil real-time bei Leuten wieder bei Data Brokern gekauft wird. Das heißt, diese Profilbildung und der Profilverkauf kann stattfinden, und das geben manche auch teilweise offen zu. Ne? Und, da kommen wir dann nachher dazu, es kann natürlich auch bei einem E-Mail-Anbieter so eine freiwillige oder eine erzwungene Kooperation mit Behörden geben, wenn aus irgendeinem Grund eine Person ins Visier gerät, und das muss eigentlich ja gar nicht kriminell sein. Also ins Visier kann man auch aus unterschiedlichsten Gründen geraten. So, selbst wenn ich das jetzt für mich geklärt habe und sage, ja, ich zahle Geld für Posteo oder für Mailbox.org, ich habe also einen super safe Mailbox-Provider, der mir auch verspricht, du zahlst einen 1 Euro oder 2 Euro im Monat, dafür mache ich genau diesen ganzen Scheiß nicht, dann weiß ich ja nicht, man muss ja immer gewähr sein, dass ich bei E-Mail ja typischerweise 2 E-Mail-Provider habe. Ja, das heißt, wenn ich an die gleiche Mail-Domain maile, dann bleibt es beim gleichen Mail-Provider, aber sehr häufig maile ich eben an einen anderen E-Mail-Provider. Und wer garantiert mir, dass bei meinem Empfänger, mit dem ich kommuniziere, dass dort die gleichen Regeln gelten? Das ist für mich zum Beispiel immer erschreckend, wie viele Leute in der Open-Source-Welt Gmail-Adressen haben, weil das ist einer der größten Schleudern an der Stelle. So. Das heißt, ich muss mich eigentlich auch um den Mail-Empfänger kümmern. Dann Thema Black Hat-Geschichten. Das eine ist, was ja gerade so durch die Welt geht, dass die einbrechen und die kompletten Daten verschlüsseln. Es gibt aber auch noch ein anderes Geschäftsmodell bei Black Hat Hackern,
dass sie die Daten nicht verschlüsseln, sondern sie laden die Daten runter und sagen, du zahlst uns jetzt Lösegeld, oder was heißt Lösegeld, du zahlst uns Schweigegeld dafür, dass wir deine E-Mails haben, weil wenn du das Schweigegeld nicht bezahlst, veröffentlichen wir dein 500 Gigabyte Mail-Archiv von deiner Firma im Internet. Das gab es in der Vergangenheit schon mehrfach. Ja. Also das heißt, auch da haben wir so ein Problem mit diesen Klartext-Mails entsprechend. Und last but not least natürlich dieses Thema Behörden, Geheimdienste, allgemein Staaten. Und da geht es mir persönlich speziell um die Non-EU-Dienste, weil innerhalb der Europäischen Union können wir versuchen, unsere Gesellschaftsregeln in irgendeiner Form selber zu gestalten, selber zu machen, eigene Gesetze zu haben, siehe EU-DSGVO. Es muss nur irgendwie klar sein, wir sind, dieser schöne plakative Spruch, wir sind eigentlich fast überall auf der gesamten Welt Ausländer, ne? Also wir sind halt in der EU und dann gelten andere Gesetzgebungen. Und ob der Server einer US-Firma in Frankfurt steht oder nicht, ist scheißegal. Das ist eine US-Firma und der Server unterliegt damit US-Recht. Das ist quasi wie eine Botschaft, die in Deutschland steht. Und von daher gesehen hilft uns das auch nichts. Ne? Das heißt, wir haben die Problematik, dass wir an der Stelle den Durchgriff von Behörden, von Staaten haben, die eventuell eine komplett andere Auffassung von Recht und Gesetz haben als wir. Und die greifen dann eben auf Server zu, die eben in Deutschland physikalisch stehen, die aber eben quasi an der Stelle in einem Rechtskonflikt unterliegen, dass wir zwar sagen, naja, du müsstest dich eigentlich an die EU-DSGVO halten, dass die auch sagen, ja tun wir, dass es aber höherwertige Gesetze in deren Land gibt, wie eben zum Beispiel dieser US Cloud Act oder die FISA Geheimgerichte oder sonst irgendetwas, die einfach sagen, ja ist okay, hast auch unterschrieben, bleibt auch alles so, aber unser Recht gilt, du bist bei uns hier registriert als Firma und damit gilt unser Recht. Ja. Soweit also als kurze Motivation dafür, warum wir vielleicht unsere E-Mails entsprechend verschlüsseln wollen, sodass Leute nicht dran rankommen. Und dafür gilt, dass im Normalfall, weil ich gerade sehe Handys, die Folien sind alle schon online, also ihr kriegt am Schluss einen Link, da könnt ihr sie runterladen und die Videos sind auch online, also ist überhaupt kein Problem, ihr kriegt sie im Original, sogar in editierbarer Form, wer die weiterentwickeln möchte. Das Erste, was man dafür machen muss, um jetzt gescheit damit arbeiten zu können, ist so mein großes Plädoyer. Man kann das zwar mit einem Webmailer machen, aber großes Plädoyer ist, nehmt einen Mail-Client. Also das ist auch so etwas, was in der Gesellschaft ein kleines bisschen hinten runtergeraten ist und was im Bildungsbereich auch nicht ausreichend gemacht wird, zumal Lehrkräfte selber und auch in anderen Bereichen unserer Gesellschaft die Leute ganz stark mit Webmailern arbeiten. Das ist natürlich bequem. Ne? Ich habe einen Browser, das ist auf allen Betriebssystemen irgendwie vorhanden, oder ich installiere mir schnell einen, ich gehe auf die Homepage meines E-Mail-Providers, ich melde mich an, bin drin, kann meine E-Mails lesen, schön. Nachteil ist aber, wenn ich jetzt sage, ich möchte vielleicht mehrere Mail-Konten haben, vielleicht auch bei unterschiedlichen Providern, ich möchte vielleicht den Mail-Provider auch mal wechseln, dass ich spätestens dann merke, das ist gar nicht so einfach, ich war nämlich in einem Walled Garden, also ich war eingeschlossen, ich bin weiterhin eingeschlossen in dieses Ökosystem meines bisherigen Mail-Providers, wenn ich nämlich all dem seine Dienste nur über Webmail genutzt habe. Das heißt, Adressbuch, Kalender, all diese Geschichten sind quasi bei dem gespeichert. Bei manchen Providern auch so, dass ich die nicht in einem kompatiblen Format für einen anderen Provider runterziehen kann und wieder importieren kann. Und damit sind meine Daten, also meine Adressbücher, meine Kalender, eventuell gar nicht mehr so einfach aus einem Provider entsprechend rauszubekommen. Zudem kann ich sie im Normalfall nur online lesen, das heißt, ich brauche eine Internetverbindung, das heißt, irgendwo zu sein, wo gerade derzeit kein Internet ist, trotzdem meinen Kalender zu haben, trotzdem meine E-Mails zu haben, meine Adressbücher, ist nicht. Ne? Was haben wir noch so als Argumente? Ja, Verschlüsselung wird in den Webmailern, das geht zwar auch, komme ich ganz zum Schluss noch kurz drauf, aber im Normalfall geht es nur dadurch, dass ich den Dateianhang in irgendeiner Form verschlüssle, ich kann aber nicht tatsächlich die komplette E-Mail mit einem Mausklick kurz verschlüsseln und das Thema ist durch, sondern ich muss hier entsprechend größere Anstrengungen unternehmen. So, Vortrag fokussiert auf den Thunderbird, einfach weil es eine plattformübergreifend frei verfügbare Software ist, die zudem auch nicht zu den Spielzeugen in der freien Softwarewelt vielleicht gehört, sondern tatsächlich ähnlich wie andere große Produkte zu den echten Tiefladern, auch was ihre Funktionalität anbetrifft, das heißt, die sind auch in der Fachwelt wirklich entsprechend anerkannt. Und diese bereits respektable Grundfähigkeit kann ähnlich wie bei einem Firefox-Browser mit Add-ons erweitert werden, sodass ich sogar noch erweiterte Funktionalitäten habe.
Das ganze Ding gibt es auch noch als Portable-Version, das heißt, ich kann das vielleicht sogar auf einen USB-Stick installieren, kann das mitnehmen und der USB-Stick ist verschlüsselt, sodass ich auch an der Stelle entsprechend wieder Vorteile habe. Generelle Fähigkeiten, wobei das jetzt nicht nur für Thunderbird, sondern quasi eben für alle Mail-Clients gilt. Ich habe POP3S und IMAP-S-Fähigkeit, das heißt, ich kann meine E-Mails insbesondere heutzutage mit IMAP-S komplett verwalten. Die bleiben auf dem Server liegen, ich habe aber auch eine Kopie bei mir liegen und das wird, wenn ich online gehe, entsprechend immer wieder synchronisiert. Großer Vorteil, ich kann jetzt mehrere Mail-Konten bei verschiedensten Mail-Providern haben, weil mein Adressbuch ist in meiner Mail-Software gespeichert. Ich kann natürlich auch die Adressbücher vom Provider nehmen, aber die sind immer hier lokal mit mir synchronisiert. Das gleiche gilt für Kalender und ich kann eben Verschlüsselung inklusive Anhängen von den Mails relativ easy machen. So, das als Vorspann, das zählt nicht zu den 5 Minuten, wo ich versprochen habe, bis dahin kann man verschlüsseln, sondern das würde quasi erst jetzt losgehen, wenn ich meine Maus finde. Das habe ich, wie gesagt, als Video vorbereitet und würde dazu ein kleines bisschen dann reden. Der erste Schritt, den wir quasi machen müssen bei manchen Providern, das gilt nicht generell, ist, dass wir uns den IMAP-Zugang erstmal freischalten. Das heißt, ein Provider wie GMX, jetzt aus Versehen gestoppt, nee, läuft. Ein Provider wie GMX hat aus Sicherheitsgründen, weil er sagt, die meisten Kunden möchten das überhaupt nicht, hat den IMAP-Zugang, also den Protokollzugang auf Netzwerkebene gesperrt. Und dafür muss ich erstmal reingehen und muss in den Eigenschaften meines Mail-Programms, das findet man jetzt, wenn man das mal versucht, kommt automatisch so eine Mail, die man aber wieder nur im Webmailer lesen kann, dass man eben den IMAP-Zugang erst freischalten muss. Und das findet man jetzt am Beispiel GMX bei den kleinen Zahnrädchen. Man geht auf diesen POP3 IMAP-Abruf, setzt das Häkchen und sagt, ich möchte mir das freischalten. Muss man jetzt bei GMX ein kleines Capture noch lösen und das war's. Danach ist jetzt dieser IMAP-Zugang, dieser Protokollzugang, dass ich Mails versenden kann über ein Mailprogramm und empfangen kann über ein Mailprogramm, schlagartig freigeschaltet. Ja, ich muss da auch nichts groß machen. So, und damit kann ich jetzt als nächsten Schritt hergehen. Das ist jetzt quasi ein brandneuer Thunderbird. Ich muss jetzt dort, das ist so die einzige Hürde, die man halt machen muss, ich muss dort mein E-Mail-Konto entsprechend hinterlegen. Dazu habe ich im Vorfeld ein kleines Konto angelegt bei mailbox.org. Ich trage da kurz einen Klartextnamen ein, ich trage die E-Mail-Adresse ein, ich trage das Passwort ein und klicke danach entsprechend auf Weiter. Daraufhin wird sofort Kontakt aufgenommen mit dem Mail-Provider. Es wird geguckt, klappen die Zugänge, bekomme ich dort eventuell auch noch irgendwelche Adressbücher. Das müssten wir jetzt gleich sehen. Ne? Das heißt, ich könnte jetzt auch noch irgendwelche Adressbücher einbinden und sonstiges, wo ich dann aber sage, nee, brauche ich ja gar nicht. Verwalte ich eigenständig. Ich synchronisiere das zum Beispiel mit meiner Nextcloud, habe dort meine Adressbücher, habe dort meine Kalender. Und zum Schluss klicke ich jetzt auf Beenden, weil ich sage, nee, das brauche ich überhaupt nicht, aber man könnte das natürlich auch nutzen. Und das war's. Damit habe ich mein Mail-Konto entsprechend eingerichtet und kann jetzt ohne einen Webmailer, ich starte einfach diese Software, kann darin entsprechend arbeiten und das ist überhaupt kein Problem. Die Ordner sind leer, bis auf Testordner, wo ich die ganzen Sachen, die ich bei der Einrichtung bekommen habe, mal hingeschoben habe. So. Okay. So, was dann gleich wichtig ist, ich habe jetzt quasi mein Passwort für den Mail-Provider eingegeben und das Passwort wurde jetzt in Thunderbird gespeichert. Damit jetzt jemand, der zufällig an meinen Rechner rankommt, dieses Passwort nicht auslesen kann, und das gilt dann nachher auch für unsere OpenPGP-Schlüssel, also für unser kryptografisches Material, ist es ganz arg wichtig, dass man zu Beginn gleich ein Hauptpasswort setzt. Weil sonst liegen diese Daten im Klartext auf der Festplatte. Ja, und durch das Hauptpasswort werden jetzt Zugangsdaten für den E-Mail-Provider und auch Daten wie und nachher unser kryptografisches Material für die OpenPGP-Verschlüsselung, die werden jetzt mit so einem Masterpasswort verschlüsselt, was ich dann zukünftig beim Start von Thunderbird einmal eingeben muss. Ja? Dazu ist man jetzt in die Einstellungen gegangen, hat dort kurz dieses Menü angeklickt und hat dann das Masterpasswort gesetzt und das war's. Und damit sind jetzt hier diese Zugangsdaten, die man abrufen kann, da kann ich mir diese Passwörter anzeigen lassen. Das ist dann aber nur noch möglich, wenn ich eben, wie gesagt, dieses Masterpasswort weiß. So. Nächster Schritt.
Wir haben jetzt quasi bisher in den normalen Thunderbird-Einstellungen gearbeitet und jetzt gehe ich in die Konteneinstellungen. Das heißt, ich kann ja mehrere Konten verwalten und hier ist jetzt momentan nur ein Konto eingepflegt. Und jetzt geht es tatsächlich darum, die PGP-Verschlüsselung in Betrieb zu nehmen. Ich stoppe das gerade mal. Das heißt, eigentlich ab jetzt läuft der Timer, wie lange man braucht, um eine Verschlüsselung in Thunderbird einzurichten. Ja, das heißt, ich bin in die Konteneinstellungen von diesem speziellen Mail-Konto gegangen. Die würden jetzt normalerweise hier alle der Reihe nach aufgelistet, wenn ich hier mehrere Konten hätte. Ja. Und man sieht, ich bin seitwärts auf Ende-zu-Ende-Verschlüsselung gegangen. Ja. Und man sieht auch, momentan sagt Thunderbird, es kennt keinen privaten Schlüssel. Ja. Und genau an der Stelle geht es entsprechend weiter. Schlüssel hinzufügen, neuen OpenPGP-Schlüssel erzeugen, fortfahren. Typische Einstellung ist 3 Jahre. Ich empfehle für Anfänger am Anfang zu sagen, geh mal runter auf 3 Monate oder vielleicht sogar nur auf 1 Monat, damit du das Verfahren mal ein kleines bisschen übst. Auch den Schlüssel veröffentlichen im Internet, dass man das ein kleines bisschen übt und dass man, wenn man da einen Fehler macht, nicht einen Lifetime-Schlüssel für ewig hat oder für die nächsten 3 Jahre, sondern eben tatsächlich nur für eine relativ kurze Zeit. Schlüssellänge ein kleines bisschen verlängern oder sogar ein anderes Verschlüsselungsverfahren wählen und dann bestätigen wir diese Einstellungen und jetzt wird im Hintergrund ein Schlüsselpaar erzeugt. Ich bekomme hier entsprechend eine Erfolgsmeldung. Mir wird gezeigt, wann der Schlüssel abläuft. Ich sehe, dass ich da noch irgendwelche weiteren Sachen habe. Das hier ist ein relativ wichtiger Punkt, den man ein kleines bisschen übersieht, so ein Pull-Down-Menü. Das brauchen wir nachher im nächsten Video noch. Da sehen wir Fingerabdruck, wir können diverse Schlüsseleigenschaften noch anzeigen lassen von unserem Schlüssel, um zum Beispiel mit anderen Leuten uns auszutauschen, ob das wirklich unser Schlüssel ist, den diese Person im Internet gefunden hat. Ja, und das war's erstmal. Da unten haben wir noch ein paar weitere Einstellungen, aber damit sind wir eigentlich im Großen und Ganzen durch den ersten Teil durch. Und in diesen paar Minuten wurde die komplette Verschlüsselung eingerichtet, denn ab diesem Augenblick kann man verschlüsselte E-Mails entsprechend schreiben. Wie funktioniert das jetzt grundsätzlich? Naja, es gibt 2 verschiedene Standards oder Quasi-Standards im Internet seit längerer Zeit schon. Die sind beide auf der gleichen technischen Basis, nämlich die technische Basis oder die mathematische Basis, ist die sogenannte asymmetrische Verschlüsselung, die hier der Main Player ist. Es ist auch eine symmetrische Verschlüsselung im Spiel. Aber die asymmetrische Verschlüsselung ermöglicht jetzt das, was ich euch nachher entsprechend gleich zeige. Und da gibt es 2 Varianten. Das eine ist das S-MIME-Verfahren, das ist tatsächlich offiziell standardisiert, das ist weltweit entsprechend verfügbar. Verwendet ebenfalls dieses asymmetrische Verschlüsselungsverfahren, hat aber für Privatanwender und auch für viele Firmen den großen Nachteil, dass das Ausstellen von S-MIME-Zertifikaten kostenpflichtig ist. Das kostet Geld. Es gibt zwar einen Provider, einen Dienstleister, der einem ein Jahr gültige Zertifikate anbietet. Da bekommt man aber so als Halbparanoiker wie ich sofort Bauchweh, wenn man auf dessen Website drauf ist, weil der quasi beide Schlüssel, also den Private Key, den Public Key bei sich erzeugt und mir dann per E-Mail schickt. Ja. Und kryptografisches Material, also insbesondere meinen geheimen Schlüssel, den möchte ich gerne selber erstellen. Das ist ja das Grundprinzip des Vertrauens, dass das quasi nie meinen Rechner verlässt. Und deshalb, ja, das ist ein bisschen kitzelig, aber ich erwähne es nur der Form halber, ansonsten ist das eben kostenpflichtig. Davor schrecken auch viele Firmen zurück, wie generell übrigens vor Mailverschlüsselung überhaupt, weil sie das als zu komplex betrachten, zu kompliziert betrachten, zu fehlerträchtig betrachten und es deshalb überhaupt nicht ausführen. Was den gravierenden Nachteil hat, dass eben tatsächlich teilweise Konstruktionszeichnungen, irgendwelche geheimen Geschäftsgeheimnisse von Firmen tatsächlich blanko per E-Mail unverschlüsselt durch die Welt geschickt werden und auf dem kompletten Übertragungsweg das entsprechend abgefischt werden kann, bei den Mail-Providern abgefischt werden kann und man wundert sich dann teilweise, wie Informationen eventuell irgendwo an anderer Stelle wieder auftauchen. Also, S-MIME ist offiziell standardisiert, ist aber, ja, wir hatten da eine treffliche Diskussion auf dem Chemnitzer Linux-Tag darüber, inwieweit es bei Firmen akzeptiert ist. Ich habe das im Nachgang nochmal nachrecherchiert und es ist halt tatsächlich so, die verwenden das hauptsächlich vielleicht für Signierung, für Signaturen von E-Mails oder von Rechnungs-E-Mails, aber tatsächlich in großem Maßstab für E-Mail-Verschlüsselung breit in der Industrie, in der Geschäftswelt ist es nicht im Einsatz. Oder ist es nicht so weit verbreitet, wie man denkt und OpenPGP ist weiter verbreitet, als man denkt. Das wäre nämlich quasi der zweite. Ja, nicht ganz Standard, es ist ein sogenannter IETF, Proposed Standard, also Internet Engineering Task Force. Der ist aber seit den 90er Jahren oder
Angefangen hat es in den 80er Jahren des vorherigen Jahrhunderts eben da, ist in der Zwischenzeit ebenfalls durchstandardisiert, sodass verschiedene Software damit arbeiten können. Und das wäre das Thema, auf das wir uns hier konzentrieren und wo ich auch denke, dass es eben tatsächlich auch mit den heutigen Mitteln in großem Maßstab entsprechend anwendbar ist. Mail-Programme unterstützen von Haus aus MAME, dieses S-MIME, also heutzutage quasi eigentlich alle E-Mail-Programme, aber die haben eben echt ein paar böse Fallstricke, deshalb ich halte das für nicht anwendbar. In großem Maßstab und Thunderbird unterstützt eben darüber hinaus zwischenzeitlich von Haus aus OpenPGP. Früher brauchte man dafür ein Add-on, das macht das Ding eben jetzt aber seit irgendwie der Version 80 oder so von Haus aus entsprechend. Und Outlook, was in der Geschäftswelt sehr weit verbreitet ist, noch, solange es noch die echte Outlook-Anwendung gibt und nicht diese unbenannte Web-App namens Outlook, die in Wirklichkeit in der MS-365-Welt läuft und Internetzugang entsprechend benötigt. Die ist mit PGP nachrüstbar und zwar über ein Tool, das seit vielen Jahren von einer deutschen Firma im Auftrag des Bundesamts für Sicherheit und Informationstechnik entsprechend erstellt wird. Dieses GPG4Win. Damit ist es nachrüstbar und kann dann ebenfalls OpenPGP. Gut, wie funktioniert es? Wirklich nur ganz plakativ, weil das ja ein Vortrag auch für Rookies sein soll, also nicht in die mathematischen Tiefen dieses Verfahrens absteigen möchte. Deshalb nur versucht mit Schaubildern den Grundgedanke, der hier dahinter ist, ein bisschen zu symbolisieren. Dieser Tresor, der da rumsteht, bitte in Wirklichkeit als einen mathematischen Algorithmus, eine mathematische Formel vorstellen. Das ist also natürlich in Wirklichkeit kein Tresor mit irgendwelchen Schlüssellöchern, aber es ist ein mathematischer Algorithmus, den ich mit Schlüsseln scharf schalten kann. Das heißt, der Algorithmus ist wohl bekannt. Ich sage immer, das ist irgendwie so etwas Ähnliches wie y gleich ax² plus bx plus c. Der Algorithmus ist also sehr wohl bekannt, aber ich kann an den Parametern a, b und c kann ich rumspielen, so viel ich will. Ja, und das sind so das geheime Wissen, das in diesen Schlüsseln drinsteckt. Und die asymmetrische Verschlüsselung funktioniert so, da kann mir das so vorstellen, da steht quasi, ich stelle, wenn ich möchte, dass mir jemand verschlüsselte Mails zur Verfügung, dass mir jemand verschlüsselte Mails schicken können soll, dann stelle ich so ein Tresor quasi in die Welt, das ist der mathematische Algorithmus, und hänge meinen Public Key, ich brauche dafür also ein Schlüsselpaar, das wir gerade erzeugt haben, ich hänge meinen Public Key daneben. Ja? So, und jetzt kann jemand, der mir etwas Geheimes zukommen lassen möchte, der haut es in den Tresor rein, haut die Tür zu, nimmt diesen Zuschlüssel und schließt den Tresor ab. Und dieser Tresor, in Wirklichkeit ein mathematischer Algorithmus, hat eine Besonderheit. Er ist mit diesem Zuschlüssel nicht reversierbar. Das heißt, habe ich die Tür einmal zugehauen, habe abgeschlossen, kann ich das Ding nicht mehr aufschließen mit dem Zuschlüssel. Sieht man daran, der Tresor hat zwei Schlüssellöcher. Und die sind beschriftet. Und da gibt es ein Schlüsselloch, das heißt auf. Der Schlüssel steckt da aber nicht drin. Oder der Schlüssel ist quasi nicht verfügbar. Und damit kann ich quasi hier nur Sachen reinlegen, die Tür zuschließen und dann ist das safe. Das, mathematisch gesehen wird es in Wirklichkeit verschlüsselt. Mit diesen Zuschlüsseln. Und den Zuschlüssel, den plakatieren wir im Internet, den legen wir auf Keyserver, den geben wir jedem und jeder, die ihn haben möchte. Wir machen also E-Mail-Attachment, wir machen alles Mögliche. So, wie kommt man an das Ding wieder entsprechend ran als Eigentümer? Als Eigentümer habe ich den passenden Aufschlüssel. Und wie man jetzt an der Schlüsselkette schon sieht, auf den passe ich auf. Den gebe ich nie raus. Den gibt es auch nur einmal. Auf den passe ich auf wie auf meinen Augapfel. Und der hat jetzt die Besonderheit, dass der diesen Tresor wieder aufschließen kann. Auf gut Deutsch, das Material, das da drin ist, dechiffrieren, kryptografisch dechiffrieren. Und jetzt komme ich an die Originaldaten entsprechend wieder ran. Das ist der Secret Key, den gebe ich nie aus der Hand. Ja? So, Mail-Software, die den OpenPGP-Standard, was brauche ich? Ne? Also ich brauche eine Mail-Software, die diesen OpenPGP-Standard unterstützt. Jede Person, das ist jetzt der wichtige Teil, jede Person, die an diesem System teilnehmen möchte, benötigt ein persönliches Schlüsselpaar. Ja, das heißt, wenn ich jemand etwas schicken möchte, reicht es auch nicht, dass ich so ein Schlüsselpaar habe. Weil ich möchte ja jemand anders, jemand in dessen Tresor etwas reinlegen. Das heißt, die andere Person benötigt so ein Schlüsselpaar. Und ich muss an diesen öffentlichen Schlüssel, an diesen Zuschließschlüssel, an den muss ich rangekommen sein. Ja, der muss irgendwie abrufbar sein. Und dann kann ich das entsprechend machen. Gucken wir uns das in der Praxis wieder an. Das heißt, wir haben unseren Thunderbird an der Stelle bisher eingerichtet gehabt. Was wir jetzt sehen, ist, ich habe den Thunderbird in zwei Instanzen gestartet.
Und ihr seht, da sind zwei E-Mail-Adressen hinterlegt. Da ist, im Hintergrund ist das der Thunderbird mit dieser Mailbox-Org-Adresse und im Vordergrund ist ein Thunderbird, der bei GMX als Mail-Provider entsprechend ist, sodass ich hier im Video tatsächlich zwei Personen simulieren kann, die jetzt entsprechend per Mail miteinander kommunizieren. Ja? So, wir gehen jetzt quasi her, ich gehe hier zu diesem OpenPGP, den ich gerade vorher im vorherigen Video entsprechend eingerichtet habe, sage dort, ich möchte eine neue Nachricht verfassen an diesen GMXler. Ich hoffe, das mache ich auch irgendwann. Das spule ich ein bisschen vor. Ja, der hat jetzt auch, ich zeige jetzt quasi, dass der ebenfalls schon Ende-zu-Ende-Verschlüsselung eingerichtet hat. Das heißt, beide Seiten haben diese grundsätzliche Voraussetzung erfüllt. Beide haben so ein Schlüsselpaar entsprechend erzeugt. Mehr allerdings noch nicht. Und jetzt gehe ich her und schreibe eben tatsächlich als dieser Mailbox-Org-User an diesen GMX-User entsprechend eine E-Mail. Möchte diese E-Mail entsprechend verschlüsseln. Das heißt, ich sehe schon einen Betreff, da steht drin geheime Botschaft. Ich klicke oben diese Verschlüsselungsschaltfläche an und bekomme sofort eine Warnung, dass das nicht funktioniert, weil es irgendein Problem gibt. So, und das Problem, das jetzt eben da ist, ist, ich habe diesen Zuschlüssel, diesen öffentlichen Schlüssel von dem GMX-Mensch noch gar nicht. Ja? Und damit kann ich dem in seinen Tresor quasi nichts reintun. Jetzt kann man versuchen, das Problem zu beheben, indem man online nach dem seinen Schlüssel sucht. Und ich stelle fest, das klappt nicht. Der hat seinen Schlüssel auch nicht im Internet entsprechend veröffentlicht. Ich habe noch nie eine E-Mail entsprechend von ihm bekommen, nichts. Ne? Deshalb bleibt mir zum Schluss nichts anderes übrig, als an der Stelle zu sagen, gut, ich kann jetzt dem erstmal keine verschlüsselte E-Mail schicken, sondern ich muss ihm jetzt quasi sagen, klappt nicht. Ne? Ich springe das mal kurz. Also er schreibt jetzt hier quasi mit der Verschlüsselung, gibt es ein Problem, hab deinen Public Key nicht. So, das wird jetzt an die Gegenseite abgesendet, an den GMX-User, und dieser GMX-User bekommt es jetzt bei sich entsprechend ins Postfach, hoffentlich nach einer kurzen Zeit. Da kommt die Mail rein, der liest die Mail entsprechend, ja, stellt da fest, es gibt irgendein Problem mit der Verschlüsselung, weil der Public Key von ihm bei dem Mailbox-Org-User entsprechend nicht bekannt ist. Und jetzt antwortet er. Und jetzt kommt was, es findet ein spannender Aspekt statt. Der klickt Verschlüsselung an, kriegt die gleiche Warnung. Und jetzt heißt es aber, ich stoppe das mal kurz, da steht es im Gegensatz zu vorher, da stand vorher drin, es wurde kein Schlüssel gefunden. Und hier steht es auf einmal, es wurde ein Schlüssel gefunden. Das heißt, der aber noch nicht akzeptiert wurde. Ja? Ja, geht der GMX-User her und sagt, prima, also scheinbar habe ich da schon irgendwie Schlüsselmaterial. Ich behebe das Problem. Ja, behebe ich es oder behebe ich es nicht? Ah ja, ich zeige jetzt erst, woher der quasi den Schlüssel hat. Ja? Also das hier ist die originale Mail, die von dem Mailbox-Org-Partner entsprechend geschickt wurde. Und da gibt es jetzt so eine kleine Möglichkeit, dass ich diese Mail im Quelltext anschaue. Wenn ich mir die im Quelltext anschaue, so wie sie quasi ein Mail-Provider bei sich auf der Platte findet, dann ist da im Header-Bereich ein interessanter Block drin. Der beginnt mit Autocrypt. Und das ist auch ein relativ neues Feature, das es seit ein paar Jahren als Standard am Markt entsprechend gibt und das sich bei immer mehr Mail-Programmen durchsetzt. Dass bei E-Mails, die ich absende, wenn ich ein Schlüsselpaar habe, mein Schlüssel schon immer in der Mail drin ist, im Mail-Header. Und Empfänger, die ebenfalls autocrypt-fähig sind, die merken das. Und damit kann ich jetzt eben hier tatsächlich hergehen. Also der User weiß überhaupt nicht, woher der Schlüssel auf einmal zauber kommt. Aber er kann quasi auf Beheben gehen, kann sagen, ich akzeptiere diesen Schlüssel. Ich vertraue dem vielleicht noch nicht ultimativ, aber ich akzeptiere diesen Schlüssel. Und jetzt ist diese gelbe Warnung verschwunden, obwohl diese Verschlüsselungsschaltfläche aktiv ist. Das heißt, jetzt kann er zurückschreiben, sollte nun gehen, da der Autocrypt passt. Ich kürze das mal ab, der schickt das ab. Diese Mail kommt jetzt entsprechend wieder bei dem Mailbox-Org-Mensch entsprechend wieder an. Die Mail ist verschlüsselt, also das ist auch so ein interessanter Aspekt. Bitte beachten, da wo die drei Punkte sind, wäre normalerweise der Betreff von der E-Mail. Der Betreff ist ja aber häufig auch schon aussagekräftig, der enthält häufig auch schon irgendwelche spannende Informationen. Irgendwie, da steht dann drin, konspiratives Treffen am 20.06., dann weiß ich auch schon, ah, wenn ich das mitlese, dann kann ich aus der Betreffzeile auch schon was rausholen, die ist hier also ebenfalls verschlüsselt. Na komm, mach sie auf. So, das ist quasi jetzt die Mail.
Er kann jetzt ebenfalls wieder entsprechend antworten. Ich überspringe das mal, weil auch hier ist wieder der Autocrypt-Block drin. Und damit ist es hier ebenfalls möglich, bei einer Antwort dieses Verschlüsselungsproblem zu beheben. Und die Antwort ist jetzt ebenfalls möglich. Die beiden können also ab sofort entsprechend miteinander verschlüsselt E-Mails austauschen. So, ich schaue mal, was da noch kommt. So, ja, ich kann mir das jetzt noch anschauen. Da gab es, das habe ich jetzt gerade vielleicht ein bisschen zu schnell überblättert. Ich kann jetzt auch noch in die Schlüsselverwaltung reingehen, kann mir das mit den Schlüsseln entsprechend anschauen nochmal, wie das da alles funktioniert. Welche Schlüssel ich da schon gesammelt habe. Die fettgedruckten sind meine eigenen, das ist ein Schlüsselpaar, während die nicht fettgedruckten Schlüssel, das ist quasi nur Public Keys von meinen Kommunikationspartnern, die ich in irgendeiner Form eingesammelt habe und hier in der Schlüsselverwaltung drin habe. Das heißt, das war es jetzt eigentlich schon, also das war jetzt bereits die Präsentation, wie das mit verschlüsselten Mails geht, wie ein Schlüsselaustausch grundsätzlich funktionieren kann, wenn die Mailpartner entsprechend Autocrypt-Feature aktiv haben und mal mindestens eine E-Mail entsprechend untereinander schon ausgetauscht haben. Und das funktioniert es eben tatsächlich einfach. Das funktioniert auch mit Mail-Attachments, das heißt, wenn ich Dateien versenden möchte, mache ich die einfach unten dran, die werden gleich mit verschlüsselt und damit ist das Thema mit verschlüsselter Mail im Großen und Ganzen aus der Welt. Das Einzige, was jetzt quasi noch fehlt, das i-Tüpfelchen oben drauf, dass wir quasi noch ein bisschen Key-Management betreiben. Das heißt, ich möchte meinen Schlüssel vielleicht tatsächlich nicht nur, möchte nicht vorher einmal E-Mail-Kontakt haben, sondern ich möchte jetzt zum Beispiel ihm hier was schreiben, ich habe irgendwie seine E-Mail-Adresse von seiner Website, möchte jetzt nicht erst hinschreiben, hast du einen Public Key, kannst du mir den schicken oder irgendwie sowas mit dem Autocrypt-Feature oder sonst irgendwie. Sondern ich möchte kurz ins Internet gehen, auf den Key-Server und möchte gucken, vielleicht hat er seinen Schlüssel ja vielleicht schon tatsächlich dort veröffentlicht. Ja. Und das ist so der nächste Step, eigene Schlüssel nach Möglichkeit auf den Key-Server hochladen, dass man die sich von dort holen kann, auch wenn die erneuert werden nach diesen 3 Monaten oder nach 3 Jahren und abgelaufen sind, es kommt ein neuer Schlüssel hoch, dann kann ich mir einfach den aktuellen wieder runterladen. Von daher gesehen, das war also der eine nächste Step und der andere nächste Step ist, dass ich mir Sicherungskopien von meinen Schlüsseln entsprechend anfertige, dass ich ein Widerrufszertifikat mir anlege oder dass ich mir ein Widerrufszertifikat aus dem System rauskitzle, damit ich einen Schlüssel, bei dem ich auch das Passwort vergessen habe oder den ich komplett verloren habe, meine Festplatte wurde formatiert aus irgendeinem Grund und ich komme an die Sicherungskopien nicht mehr ran, dass wenn ich den Widerrufskey, dieses Widerrufszertifikat noch habe, dass ich damit wenigstens diesen Schlüssel für ungültig erklären kann, vorzeitig, obwohl er noch ein Jahr Laufzeit hat. Ja. Oder wenn er eben kompromittiert wurde, wenn ich die Befürchtung habe, irgendjemand hat die Daten von dem Schlüssel abgegriffen, dass ich ihn für ungültig erklären kann. Das wäre jetzt so quasi die Kür. Genau. Also gucken wir da ganz schnell rein, ich versuche das schnell entsprechend hinzukriegen. Na, ich spule ein bisschen vor, das heißt, wir gehen wieder in die Konteneinstellungen, Ende-zu-Ende-Verschlüsselung. Und da gibt es, wie gesagt, dieses unscheinbare kleine Dreieck, das man da oben jetzt sieht, da draufklicken. Und dann gibt es jetzt hier ein Pull-Down-Menü, das heißt mehr. Und da sehen wir jetzt schon, da kann man offenbar ein paar Sachen machen. Ich kann den öffentlichen Schlüssel exportieren, dass ich den mal als Datei habe, dass ich den wegsichern kann auf USB-Festplatten, USB-Sticks in mein Backup rein, dediziert als eigene Datei. Und dort gibt es auch die Möglichkeit, eine Sicherheitskopie für den geheimen Schlüssel entsprechend zu erstellen. Und das ist auch dringend empfohlen, dass man den eben tatsächlich auch nochmal im Backup hat. Da der ja allerdings, da der ja meiner Identität entspricht, wird der gezielt gesichert. Das heißt, der wird beim Export nochmal verschlüsselt mit einem eigenen Passwort. Das heißt, hier kann ich mir ein eigenes Passwort überlegen, damit dieser Secret Key, den ich jetzt wieder auf dem Backup auslagere, dass der Schlüssel ist. Und damit habe ich die beiden Sachen schon mal erledigt. Also in dem Video rede ich noch dazu, deshalb muss ich da immer ein bisschen warten, was ich dort rede. Ich habe nur den Ton ausgeschaltet. Ich habe hier unten ein paar Einstellungen, die man als Anfänger vielleicht entsprechend macht. Da ist nämlich zum Beispiel diese Einstellung drin, dass er automatisch auch nochmal den öffentlichen Schlüssel als Datei-Attachment an die E-Mails automatisch entsprechend anhängt. Und ich könnte auch noch gleich sagen, unverschlüsselte Nachrichten möchte ich digital signieren, dass da so eine digitale Signatur drunter kommt. Die ich aber diesmal im Vortrag entsprechend weglasse, weil das einfach von der Zeit her nicht mehr reinpasst. Gut, na komm.
So, genau. In dieser E-Mail stand ja jetzt drin, aber eigentlich wäre ein Schlüsselserver besser gewesen. Jetzt gucken wir mal, wie das mit dem Export auf den Schlüsselserver funktioniert. Da gibt es einfach eine Schaltfläche, die heißt Veröffentlichen. Und jetzt wird dieser öffentliche Schlüssel an diesen Keyserver, das ist so der namhafte Keyserver, den man so in der Welt gerade derzeit hat, wird es an diesen Keyserver entsprechend veröffentlicht. Und das war's. Damit ist jetzt quasi einer Litfaßsäule im Internet unter meiner E-Mail-Adresse dieser Schlüssel entsprechend abrufbar. Und ich muss zukünftig die Gegenstelle überhaupt nicht mehr kontaktieren, wenn ich den Schlüssel haben möchte von diesem GMXler hier, weil ich den seinen Schlüssel ganz normal, regulär entsprechend im Internet finde. Ja. Da findet dann auch so typisches E-Mail-Ping-Pong, so ein Double Opt-in statt. Das heißt, ich kriege eine E-Mail von diesem Server, der sagt, bitte bestätige, dass du den Key hochgeladen hast, dass das dein Key ist. Ich klicke den Link an und damit ist der Schlüssel jetzt auf diesem Schlüsselserver entsprechend freigeschaltet und ich muss überhaupt nichts mehr machen. Das wäre quasi so der Komfortaspekt eben über dieses Autocrypt-Feature hinaus. So, ja, der kann sich das jetzt alles noch anschauen. An der Stelle demonstriere ich jetzt. Der löscht den Schlüssel jetzt absichtlich aus seiner Schlüsselverwaltung raus und versucht jetzt den Schlüssel wieder online zu finden von diesem GMX-Mensch. Das heißt, er gibt dem seine E-Mail-Adresse einfach ein, sagt, ich bitte auf dem Schlüsselserver entsprechend suchen. Und nach kurzer Zeit, ich musste das vom anderen Bildschirm reinholen, kommt eine Meldung, dass dieser Schlüssel tatsächlich gefunden wurde. Ich akzeptiere ihn, nicht verifiziert und damit habe ich den Schlüssel wieder in meiner Schlüsselverwaltung und bin wieder so weit wie vorher. So, an der Stelle nur so die Demo mit einer E-Mail-Adresse, mit meiner privaten E-Mail-Adresse, dass man auch sieht, ja, das funktioniert als einfach mit jedem Beliebigen, der eben seinen Schlüssel entsprechend veröffentlicht hat. Das heißt, ich kann mir hier meinen Schlüsselbund, den sogenannten Keyring, den kann ich mir hier jetzt entsprechend füllen. Gut, so, was jetzt noch fehlt, ist dieses Widerrufszertifikat. Ich könnte das zwar hier machen, also Schlüssel widerrufen, aber das bitte nicht machen bei Thunderbird. Das ist ein ziemlich hakliches Ding, weil jetzt brauche ich wirklich vorher die Sicherungskopie von meinem Secret Key, weil der widerruft den jetzt sofort. Also wenn ich da draufklicke und das dann irgendwie auch nochmal bestätige, dann ist der Schlüssel widerrufen, dann habe ich zwar, wenn ich das wieder exportiere, habe ich dann zwar ein Widerrufszertifikat, aber es gibt, muss den dann aber quasi löschen und muss meine Sicherungskopien wieder einspielen, dass ich den nicht widerrufenden Schlüssel wieder habe. Und das ist ein ziemlich ätzendes Gedöns. Ne? Deshalb das bitte nicht machen, heißt es in dem Video, weil da gibt es witzigerweise eine elegantere Möglichkeit, die nur in diesem Pull-Down-Menü fehlt. Das ist noch ein offener Bug, der seit einiger Zeit schon eingetütet ist bei Thunderbird, weil es gibt schon ein Widerrufszertifikat, das haben die im Hintergrund schon erstellt. Ich muss nur wissen, wo ich das entsprechend finde. Das heißt, wir lassen das an der Stelle. Wir öffnen eine Shell, hoffe ich doch, dass ich das jetzt tue. Genau. Und gehen in das Profilverzeichnis von unserem Thunderbird. Dort, wo unsere E-Mails gespeichert sind, das ist das User-Home-Verzeichnis, verstecktes Unterverzeichnis.Thunderbird. Und dann hat jedes Profil, wenn ich mehrere Mail-Profile mir angelegt habe, auch das geht mit Thunderbird, hat hier so eine komische Nummer. Ich lasse mir dort alle Dateien anzeigen, die Endung .asc haben. Und dann stellt man fest, dass dieser Fingerprint, den ich da oben sehe, dieser Hexcode, übereinstimmt mit dem Dateinamen von dieser Datei. Und das ist nämlich in Wirklichkeit bereits das fertige Widerrufszertifikat, das muss ich mir nur rauskopieren. Beziehungsweise, wenn ich meinen Rechner backuppe, ist dieses Widerrufszertifikat auch entsprechend schon drin. Falls man es benötigt, bitte beachten. Ich stopp mal kurz. Habe ich gestoppt? Nein, ich habe noch nicht gestoppt. Noch mal kurz zurückgehen. Wenn man es tatsächlich benötigt, bitte beachten, dieses Widerrufszertifikat oben im Text steht drin, wurde unschädlich gemacht, weil dort, wo jetzt mein Cursor ist, dieser grüne, ist ein Doppelpunkt und der muss weg, weil der macht diese Datei quasi kaputt. Und damit dieses Widerrufszertifikat wirklich aktiv geschaltet wird, wenn ich es im Notfall mal brauche, diesen Doppelpunkt wegmachen, dann ist es scharf geschaltet und man kann es anwenden. Ja? So, nochmal zurück zu Webmail und OpenPGP. So, es sei nicht verschwiegen, dass es entsprechend mit entsprechend guter Webmail-Software sowas durchaus gibt. Das heißt, sowas wie, es gibt einerseits Browser-Add-ons, die von manchen Providern wie zum Beispiel GMX oder Mailbox.org oder Posteo entsprechend unterstützt werden. Das ist quasi das gleiche in JavaScript, ist aber eine, ja, wie ich finde, also das ist so echt die absolute Notlösung. Ne? Das ist so ziemlich hakelig, weil ich muss dann auch gucken, dass ich meine Sachen entsprechend vielleicht auch nochmal dort entsprechend raussichere und man muss Dateien mit Copy und Paste da reinziehen und dann wieder mit Kopieren raus und da rein. Geht, aber das ist wirklich so die absolute Notlösung.
Ja, dann gibt es andere Software wie Open Exchange, also Webmail-Software. Wenn die der Provider zum Beispiel betreibt, macht zum Beispiel Mailbox.org, die haben das zum Beispiel in Wirklichkeit bei sich installiert. Und dort gibt es gleich zwei verschiedene Plugins, die OpenPGP können. Eins, bei dem ich den privaten Key auf dem Mail-Server von Mailbox.org ablege und die mir eben in ihren AGBs versprechen, dass der verschlüsselt dort liegt, mit einem Passwort verschlüsselt und Sie selber an den auch nicht rankommen. Wenn ich jetzt sage, nee, glaube ich nicht, ne, dann gibt es noch ein anderes, mit dem ich das trotzdem machen kann, bei dem ich dann aber eben mit Mail-Belog wieder arbeiten muss. Genau. So, verschlüsselte Mail- und Suchfunktionen. Der Kollege ist, glaube ich, da, sehe ich das richtig? Genau, der Hessler ist da, der mich da nach meinem Chemnitz-Vortrag schon darauf aufmerksam gemacht hat und gesagt hat, er nutzt eben die Suchfunktion, um in seinem Mail-Archiv dann auch irgendwelche Mails zu suchen. Und dafür muss man ja in den Mailtext rein. Ob denn die Mails, die jetzt verschlüsselt ankommen oder auch meine Ausgangskopien, ob die verschlüsselt gespeichert werden. Und das ist so. Ja, das heißt, da explizite Warnung, Mail-Suchfunktion funktioniert dann erstmal nicht mehr. Zumindest eben nicht für die verschlüsselten E-Mails. Da muss man sich halt überlegen, nicht alle Mails verschlüsseln, sondern nur die, in der es vielleicht wirklich um sensitiven Inhalt geht und die Gegenseite ja logischerweise auch GNUPG entsprechen können soll. Lösungsansatz, ich habe dann jetzt in der Mittagspause, weil ich die E-Mail nicht beantwortet hatte, wurde ich heute von ihm direkt angesprochen, habe es dann in der Mittagspause gleich mal recherchiert, weil ich es vergessen hatte. Und es gibt eigentlich einen Patch und es gibt den Thunderbird nochmal als einen Clone. Und da sind relativ viele Sicherheitspatches und gute Features drin. Das Ding heißt Betterbird. Den kann man parallel installieren. Der greift auf die gleichen Profile zu. Also ich kann die tatsächlich beide sozusagen gleichzeitig starten. Und der sagt, er hätte den Patch drin, der genau das wieder nachrüstet, dass man auch in verschlüsselten Mails nachgucken kann. Für erstmal ein garantiertes. Und bei OpenPGP habe ich es eigentlich auch so gelesen auf der Homepage, dass es dort geht. Habe es dann aber während dem letzten Vortrag drüben gleich mal noch ausprobiert und festgestellt, also entweder ich habe einen Fehler gemacht oder es funktioniert eben doch gerade nicht. Ne? Da schüttelt nochmal jemand den Kopf, der sich auskennt, also es funktioniert nicht. Da müsste man quasi in dem Bug auf Bugzilla nochmal nachhaken und sagen, irgendwie tut das nicht. Also da einfach Warnung, Suchfunktion in verschlüsselten Mails derzeit Essig. Ausblick. So für die anderen, die jetzt sagen, ah, das ist mir als alles irgendwie zu easy gewesen. Es gibt dieses PGP und GNUPG natürlich weiterhin als eigenständiges Werkzeug und über die erweiterten Einstellungen von Thunderbird kann man auch sagen, nee, ich möchte nicht dieses interne Ding verwenden, ich möchte diese externe Applikation verwenden mit meinem externen Keyring, weil der nämlich auch nochmal den Vorteil hat, dass ich GNUPG auch für die Verschlüsselung von Dateien einsetzen kann. Das heißt, es wird in Linux, wenn ich die entsprechenden Add-ons installiert habe, wird es in meinen Dateimanager integriert. Ich kann den rechten Mausklick auf eine Datei machen, kann sagen, Datei mit meinem GNUPG-Schlüssel oder mit einem GNUPG-Schlüssel von jemand anders entsprechend verschlüsseln und dann habe ich diese Datei unabhängig von Mail ebenfalls GNUPG verschlüsselt entsprechend da. Ja, niemand aus meinen Kreisen nutzt, unterstützt, kann das, ist etwas, was man dann häufig hört. Naja, deshalb hatte ich eingangs gesagt, das hängt schlicht und ergreifend davon ab, wie gut man das anderen Leuten erklärt. Ne? Also mir wird immer gesagt, ich komme ja wie gesagt aus dem Schuldienst, das kriegst du an Lehrer nicht hin, das klappt nicht. Oder auch Messenger, die ich einsetze wie XMPP, wird immer gesagt, ja, das kriegst du nicht hin, das klappt nicht. Ne? Ja, dann betüttle ich die halt. Ich zeige es ihnen, wie es geht. Ich helfe ihnen, ich zeige es ihnen mit der Hand am Arm, wie es geht, erkläre es ihnen ein kleines bisschen. Und witzigerweise, ich kann mit allen Kommunikationspartnern, mit denen ich auch wirklich kommunizieren will, unabhängig von ihrem IT-Kenntnisstand verschlüsselt kommunizieren und sie nutzen meinen Messenger und nicht WhatsApp. Weil damit erreichen sie mich nicht, ich verweigere schlicht und ergreifend. Gut, was haben wir noch? Zwei QR-Keys, QR-Codes, um einerseits auf diese Videosequenz, also das sind die drei Videos in vertonter Form nochmal drin, sodass man sich das in Ruhe nochmal anschauen kann. Auf meiner Homepage ist die Präsentation in editierbarer Form und in PDF-Form entsprechend runterzuladen. Den gleichen Vortrag habe ich auf dem Chemnitzer Linux-Tag schon mal gehalten. Wer also die komplette Länge nochmal hören will, kann sich es auch dort als Video anschauen. Das habe ich jetzt hier nicht verlinkt, also media.ccc.de. Dort ist der beim Chemnitzer Linux-Tag entsprechend abrufbar. Und damit lasse ich die Folie vielleicht mal stehen, bin aber jetzt für Fragen bereit. Noch ganz kurz, 30 Sekunden. Also ich bin noch erwähnt, was macht, wenn mein privater Schlüssel läuft?
Da gibt es auch in diesem komischen Pulldown-Menü, das da etwas versteckt war, gibt es die Möglichkeit, einfach den Schlüssel zu verlängern. Also ich kann den Schlüssel beibehalten, wenn ich jetzt so sage, ja, ich war da am Anfang etwas vorsichtig, ich glaube auch nicht, dass der Schlüssel kompromittiert ist. Ich habe auch nicht gehört, dass diese Verschlüsselungsalgorithmen, die ich verwendet habe, dass die nicht mehr sicher sind, dann kann ich ihn einfach um ein Jahr verlängern und muss gar nichts machen. Ja, muss eine Sache machen, wenn ich den auf einem Schlüsselserver habe, weil dort steht das Ablaufdatum auch mit drin, dann den Schlüssel auf dem Schlüsselserver nochmal aktualisieren, fertig. Geht easy. Lokal verlängern und dann hochladen. Ja, lokal verlängern. Über das Autocrypt-Feature und über das Datei-Attachment ist er an jeder E-Mail dann sofort natürlich aktualisiert dran, aber ich plädiere ja ganz stark dafür, diese Schlüsselserver zu verwenden. Das heißt, dort auch nochmal aktualisieren, weil sonst ist dort der alte Key drin mit abgelaufenem Datum und wird dann nicht mehr zum Download angeboten. Sonst noch lokal haben wir auch das Problem, dass man es dann nicht mehr sieht. Weil ja lokal, wenn man einen Schlüssel hat. Ja, das ist nochmal ein wichtiger Hinweis. Ich glaube, das habe ich auch in der Folie, war es als ein Strich drin, bloß angesichts der Zeit habe ich ein bisschen Gas gegeben. Alte Schlüssel, abgelaufene Schlüssel, nie löschen. Nie löschen. Weil Ausgangskopien, die im Gesendet-Ordner drin sind und die eben mit, halt nicht den abgelaufenen Schlüssel, sondern mit einem Schlüssel, den ich nicht mehr nutze. Also ich verlängere den Schlüssel nicht, sondern ich erzeuge mir ein neues Schlüsselpaar. Und jetzt könnte man ja auf die Idee kommen und sagen, den alten Key brauche ich nicht mehr, weil ich habe ja einen neuen. Aber dann sind die E-Mails im Gesendet-Ordner auch nie wieder lesbar, weil die wurden mit dem alten Key verschlüsselt. Deshalb Schlüsselmanagement heißt, Backups machen und alte Schlüssel behalten und in der Mail-Software drin lassen. Installiere ich mir den Rechner neu, aus dem Backup die ganzen alten Keys wieder importieren, damit ich an meine ganzen alten gesendeten Mails wieder rankomme. Außer man benutzt das Verlängern-Feature. Genau, bei dem Verlängern-Feature ist alles gut, weil dann bleibt es der gleiche Schlüssel, der kriegt nur ein anderes Ablaufdatum. Aber wenn ich tatsächlich mal den Schlüssel wechsle, unbedingt die alten Schlüssel aufbewahren. Das ist ein wichtiger Aspekt. Okay, sonst noch was? Dann.